Eingang gefunden, Leute. Herzlich willkommen zurück. 1944 in Selbsthilfe erbaut und durch das Reservelazarett wert. So, wir sind jetzt hier in einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und hier finden wir direkt schon eine Tür bzw. ein Gitter. Man hat auf jeden Fall im Nachgang des Krieges hier Leitungen reingelegt und Leuchtstoffröhren installiert. Zugebaut. Ja. So, hier hast du Blech. Ja, exakt. Typische LS-Türe. Mhm. Und hier reicht der Blut aus. Oh ja. Guck dir das mal an. Schön geweißt. Aha. Geht das unter das Gebäude, was der sagt. Das ist crazy. Also. Mhm. Dreh mal um, vielleicht ist die auch Nee, da ist nichts dran. Da ist nichts dran. So, da hat der einer hinter gemacht, deswegen hinten. Boah, boah, boah. Da hat einer hinter gemacht. War jetzt nicht so die beste Idee. Nee, die ganzen Mücken und so. Hier haben wir eine etwas dickere Tür, ne? Die ist mit Beton, glaube ich. Ja. Ja. Ist nachträglich noch mit Beton ausgekleidet. Und auch, also halbwegs. Top-Zustand. Das ist toll, ja. Also, ja. Das ist eine ganz andere Kamera. Mhm. Hier ist sofort die Erde hinter. So, einmal der Blick zurück. Und guck mal, auch da oben, diese Aussparung habe ich auch noch nie gesehen. Ach, ich habe gerade gelesen, der Bunker wurde auf Eigeninitiative gebaut. Deswegen ist er nicht so, wie wir ihn kennen. Und hier haben wir eine alte Garderobe, wenn die sprechen könnte. Krass, schaut euch das mal an. Boah, Alter, ist das Ding riesig. Die alte Zage und hier tatsächlich gefliest. Das war die Nasszelle damals. Fliesen hat man teilweise auch entwendet und wahrscheinlich für zu Hause dann gebraucht. Schöne gute Elfenbeinfliese. Ja. Alter. Ey, das guck mal, ist hier, was noch am schnell Auer ankommt. Ich guck mal, hier war Toilettchen. Und hier haben wir noch einen Zettel. Frisch gestrichen. Also das ist mal eine tolle Anlage. Wirklich tolle Anlage. Die ist wirklich cool. Ja, ne? Das ist wie verwinkelt die auch ist, ne? Hier ist der Notausstieg nach oben. Mhm. Jo. Hier ist noch die originale Rostschutzfahne drauf. Die ist nur mit Rostschutz behandelt. So waren ja auch alle Panzer damals, ne? So fundiert. Dann hat man da einfach nur rüber geklastert. Originale Rostschutzfahne. Funktioniert auch noch hier. Steht sogar auf zu drauf, oder? Was steht da drauf? Naja, das ist der Hersteller oder sowas. Kind oder so, ne? KSNT. Kind, ja, mit T, genau. So, hier ist wahrscheinlich nochmal eine Toilette gewesen. Ich kann für mich auch wenn du selber laufen ach, gehst. Ne? Alles gut, POV. Komplett ausgegossen mit Beton. Und einig. Oh, hier ist die Luft anders, ne? Wärmer. Wärmer auch. Ja. Wichtig zu erwähnen, das war kein klassischer Bunker aus dem Führer-Sofort-Programm, sondern dieser Bunker wurde in Eigenleistung erbaut. Und gemessen an der Tiefe und Größe ist das definitiv eine ziemlich krasse, gute Leistung gewesen von den Menschen damals.
Und was ist das denn eigentlich? Keine Ahnung. Und dieser Bunker war als Luftschutzbunker für die ehemalige, wie heißt das nochmal? Was? Irrenanstalt, Leute. Ich habe, wie ihr vielleicht wisst, oder auch nicht, ich hatte Migräneanfall und ich bin noch nicht 100% auf dem Damm. Deswegen habe ich so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Seht ihr es mir nach? Genau, also im Zweiten Weltkrieg war hier eine Irrenanstalt gegenüber und diese hat man dann umgebaut in ein Reservelazarett. Und der falls, und das ist natürlich ständig passiert, diese Stadt bombardiert wurde, hat man die Kranken und das Pflegepersonal hier in diesem Bunker verbracht. Und ja, deswegen sind die Wände auch weiß. Und wie ihr seht, wenn man nur ein ganz bisschen Licht hat, hat man trotzdem schon eine gute Ausleuchtung. Und deswegen hat man die Bunker damals weiß gestrichen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Wandfarbe nochmal nachgestrichen wurde, ja, oder? Ja, es ist nicht im Zuge, wo die Leuchtstoffröhren rein sind. Das ist im Kalten Krieg wahrscheinlich weiter genutzt. Ja, da sieht man das Originalweiß, ne? Ja, ja. Da sieht man, glaube ich, das Originalweiß, oder? Was meinst du? Nö, nee. Das ist alles. Ist alles nachgestrichen. Und was haben wir hier? Aufgang. Krass. Nicht schlecht. Ja, also das Gitter ist hinterher reingekommen. Mhm. Das hat man hier zugemacht. Ja. Wir haben hier so eine Stange durch und das Schloss das hier hinter, dass du halt nicht übergreifst und dann irgendwie mit Einbruchswerkzeug dann rankommst, wenn man die dann nochmal durchschmeißt. Ja, mitgedacht. Ja, vielleicht hat man in der Nachkriegszeit hier auch entweder Menschen untergebracht oder aber... Kalter Krieg, meinst du? Ich denke für Kalten Krieg, ja, ganz genau. Okay. Deswegen kam die neue Leitung und alles rein. Also ich glaube nicht, dass hier was... Hier wurden Führungen durchgeführt, deswegen die Leitung und die Leuchtstoffröhren. In Deutschland musste das wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Hat man auch versucht aufzustemmen, um zu gucken, was da ist. Aber dann ist man... Ja, man versucht immer... Alles. Die Versorgungsleiter gehen auf jeden Fall weiter. Mhm. Eigentlich könnt ihr die Luftleitung könnt ihr lang gegangen sein, ne? Die Belüftung. Ja, hier unten hast du dann Abwasser gehabt. Mhm. Du siehst ja, hier waren die... Handwerksbänke, oder? Die Bänke, ah, dass die Leute hier sitzen konnten. Du hast recht. Das war also ein Luftschutzraum hier, ne? Das ist ein Fußabdruck vom Gauleiter, da hat er aus Wut gegengetreten, als er Krieg aus war. Ja. Krass. Schon riesig. Das ist wirklich krass. Aber der Haltungszustand ist der ja, das ist komplett. Da hat schon nichts mehr verändert. Der Wasserleitung. Mega, mega Bauwerk, Leute. Hier konnte man dann seine Habe befestigen. Schaut mal. Also, klein ist anders. Absolut. Und hatten wir alle nicht auf dem Schirm. Vor allem so tief, ne? Mhm. Das ist ja jetzt wirklich nicht mal gerade. So, damit ihr wisst. Da kommen wir her. Warte mal, ist da ein Datum? Komm mal her. Komm mal her. Was haben wir denn da? Guck mal. Was siehst du da? 1944. Ist das 1944? Hm? 1944. Ja. Siehst du das? Ja. Aber 41. 41? Ich glaube, das ist mehr wie ein A. Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Aber hier hast du, guck mal, hier hast du eine 1, ganz klar. Hier hast du eine 9, 4 und eine 4 oder eine 1. Wirklich? Ja. Vielleicht haben wir ja gleich noch so ein Ding. Krass. Ja, definitiv krass. Was ist diese Aufschrift mit dieser Schleuse? Ich weiß es nicht. Aber werden wir bestimmt gleich sehen. Warte mal, lass mal eben gucken hier. Da war da noch was? Nicht. Meine auch nicht, ne? Da muss das hier links sein.
Ja, der hat ja gesagt, zu den Häusern. Mhm. Also hier geht's hoch. Ja. Pass mit dem Kopf auf, Alter, du bist gleich dran. Danke. Boah, krass. Da hinten geht's noch weiter. Guck mal hier, Isolatoren. Ja, das ist noch original. Ja. Das ist Krieg. Definitiv Krieg. So, was haben wir hier? Hier wird's aber von der Luft hier. Guck mal hier, ein Gullideckel. Ja. Aber keine Sprossen, ne? Ja, eine Fahrradgabel da oben, ein Pilz. Hä? Gibt's doch Häuser, ne? Haben die schon gemobst, Alter? Oder die haben die überstrichen, verdammte Scheiße. Quatsch, da war doch jetzt keine Türe dabei, die neu war. Was? Ja. Er hat doch eben was von Rostwinkeln erzählt. Exakt. Ich glaube, die haben sie überstrichen. Ja, aber da war doch jetzt keine Tür bei neu angemalt worden. Die ist wahrscheinlich. Wer soll denn hier so eine Tür rausschleppen? Da gibt es einige. Denk an den Kopf, bitte. Ja, danke, danke. Alles. Hier ist ein Wassereinbruch. Guck mal hier. Wo die ganzen Mücken hängen. Siehst du? Mhm. Hier ist was hinter. Das ist eine Stelle richtig immer undicht. Das gehört mit zu jedem Bunker dazu. Ja, stimmt. Eine Stelle, die undicht ist. So, wo ist die Tür? Die ist es nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Hier sind ja auch überall Türen. Ja, hier fehlt eine Tür, ganz klar. Mhm. Aber das ist... So, meine Freunde. Also... Tatsächlich muss ich jetzt gerade meinen Telefonjoker anrufen. Ferenc, vielen Dank an dieser Stelle. Und er hat mir gesagt, wo wir die Tür finden, weil dieser Bunker hat eine ganz besondere Besonderheit und die zeige ich euch jetzt mal. So, oben ist ein Reichsadler. Wir finden hier eine Jahreszahl, 1939, ne? Da gab es den Bunker noch gar nicht. Mhm. 1939 und unten haben wir ein Hakenkreuz und ich glaube nicht, dass das Original ist. Guck mal, das ist ja auch, das ist von ja, Hand da reingemacht. Ja, ja, es ist nicht akkurat, weißt du? Ist von Hand gemacht worden. Mhm. Also selbst wenn die es im Krieg gemacht hätten, das Ding ist ja, hier steht es ja. Ja. Bis zum März 42, da wurde das erst angefangen, 45, 400 Schwerversehrte betreut. So, ich mach mal das Licht aus, ich glaube, das geht besser, ja. So, also hier der Bunker wurde dann 1944 in Selbsthilfe erstellt. Mhm. Es handelt sich dabei in der zeitgenössischen Terminologie laut der Genehmigung des örtlichen Luftschutzleiters um die Errichtung eines betonierten Splitterschutzgrabens in der Parkanlage. Das ist Kreide, oder? Ist das Kreide, oder? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, man hat das mit Kreide, nur wollte man das nochmal nachzeichnen. Ah. Das hat man, wenn du das mal hier siehst, das hat man einfach nur so mit dem Finger wahrscheinlich reingekratzt oder mit so einem Schaber oder sowas. Mhm. Also dafür, dass es von Hand gemalt ist, haben sie es gut gemacht. Aber wie gesagt, 1939 gab es das hier noch nicht. Mhm. 44, ne? Spannend, Leute. Aber die andere Tür müssen wir ja dann auch noch finden, ne? Ja. Also die waren tatsächlich mit Tragekopf und schwer verletzt. Ja. Aber nicht dauerhaft. Also immer nur für den Alarm. Oh, da hinten ist noch eine Tür. Vielleicht haben wir da. Also, haben wir fast übersehen. Interessant. Ja, hier ist er. Definitiv nicht original. Nein. Ne? Also, was der da sagt, guck mal, auch das hier. Guck mal, auch das hier. Das ist doch. Nachkrieg. Das hat irgendwer ja, da aus Jux und Dollerei draufgemalt. Mhm. Gaskammer. Wahrscheinlich hat jemand einen Film drin gedreht oder sowas. Das kann sein. Film, ne? Ja. Trotzdem spannende Sachen. Und hier nochmal der Blick in das Bauwerk.